Nehmen Sie den 44 mal 44 Balken. Bohren Sie mit einem Viererbohrer in den kurzen 44 mal 44 Balken. Verschrauben Sie dann das Gestell mit 5 mal 100er Schrauben. Sägen Sie die Tür aus. Bei einem 2,5 Meter Durchmesser schrauben Sie auf jeder Seite 3 5 x 100er Schrauben in die Wand. Bohren Sie auf jeder Seite der Tür 4 Löcher mit einem Viererbohrer vor. Schrauben Sie nun den Türrahmen mit 4,5 x 60er Schrauben gerade in die Wand. Setzen Sie die Tür in den Türrahmen. Achten Sie darauf, dass der Türrahmen bündig mit der Außenseite der Wand ist. Dann schrauben Sie den Rahmen mit 4,5 x 60er Schrauben in die Wand. Nehmen Sie eine lange Latte, legen Sie sie gegen das Scharnier und verteilen Sie sie über die gesamte Länge der Tür. Verschrauben Sie sie mit 4 3 x 40er Schrauben und die kleinen Latten mit 2 Schrauben.